Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Mittagstischausgabe eines sonst recht üppigen Abendmahls. Die Portionen sind etwas kleiner, aber ich verspreche Ihnen, die Qualität bleibt den Umständen entsprechend so gut, wie es eben geht. Der Serviervorschlag hat es allerdings anders vorgesehen, aber auch mein Friseur hat zu. Und falls Sie jetzt fragen, ja, ich habe einen Friseur. Leider ist es aber nicht dieser, der versucht, virenfrei Haare zu schneiden. Eine sehr, sehr gute Idee, wie ich finde. Sehr, sehr gute Idee. Der weltweite Ausnahmezustand weckt bei vielen die Kreativität und das Improvisationstalent. Darüber darf man bei aller Ernsthaftigkeit auch gerne mal lachen. Ich sage, man muss sogar. Konzi. Danke. Was ist zum Beispiel zu tun, wenn man sich nicht ohne Schutzanzug traut, den Müll rauszubringen? Hier eine kreative Lösung. Ich mag das Geräusch beim Wegrennen. Aber auf Dauer ist das sicherlich unpraktisch, weil der T-Rex ist schließlich deswegen ausgestorben, weil er mit seinen kurzen Ärmchen nicht ans Waschbecken kam und sich so nie die Hände waschen konnte. Kreativität ist gefragt in diesen Tagen, meine Damen und Herren. Keine Panik also, wenn das Toilettenpapier alle ist. Wenn Sie das nächste Mal beim Bäcker sind, nehmen Sie sich den Pflichtkassenbon ab jetzt einfach mit. Man kann aber auch papierlos abseilen. Eine Rentnerin in Belgrad hält sich vorbildlich an die Ausgangssperre. Sie sehen es hier. Und sie hält sich auch ganz besonders an die Leinenpflicht. In Brasilien wurde man auch kreativ. Renitente Badegäste, die sich nicht an die Ausgangssperre halten wollten, wurden mit einem Sandsturm vom Strand verjagt. Und dazu ist das Militär einfach mal so nah wie möglich am Boden geflogen, um so viel wie möglich Sand aufzuwirbeln. Ich finde das eine sehr, sehr gute Idee. Aber bevor Sie fragen, nein, diese Idee lässt sich nicht in Deutschland adaptieren, weil woher soll die Bundeswehr bitte schön einen funktionierenden Helikopter auftreiben? Konzi? Danke. In diesen Zeiten kann man nicht oft genug denen danken, die den Laden am Laufen halten und sich dabei unter beispielhaftem Engagement für uns aufopfern. Krankenhaus- und Pflegepersonal, die am Limit schuftenden Leute in den Supermärkten, Polizei, Sanitäter, Feuerwehr, die Ehrenamtlichen und die vielen anderen, die immer noch dafür sorgen, dass an die Schwächeren in unserer Gesellschaft auch in diesen harten Zeiten gedacht wird. Man kann es nicht oft genug sagen, ihr seid die Helden dieser Tage. Und an dieser Stelle kommt jetzt kein Gag, sondern ein Applaus, den wir aus Mangel an Studiopublikum heute ausnahmsweise aus dem Archiv zuspielen müssen. Ich vermisse meine Stammrestaurants. Ganz ehrlich, ich vermisse es, essen zu gehen. Ich hatte gestern zum ersten Mal die Schnauze voll vom Selberkochen. Und ich habe seit Ewigkeiten mal wieder eine Tiefkühlpizza zubereitet. Und die Warnhinweise, die hier tatsächlich draufstehen, tiefgekühlt, nicht zum Verzehr geeignet. Bitte vor dem Backvorgang Folie entfernen. Diese Warnhinweise habe ich mit der Frage quittiert, gibt es wirklich so viele Idioten auf der Welt? Ja, gibt es. Ein Beispiel. Ein Mann wurde in München festgenommen, weil er Rolltreppengeländer und Fahrkartenautomaten für eine Corona-Challenge abgeleckt hat. Ihm droht jetzt eine Anklage wegen Körperverletzung und außerdem muss er die 13 Gruppentickets bezahlen, die er mit seiner Zunge am Automaten gelöst hat. Und er wurde übrigens tatsächlich jetzt auch positiv auf Covid-19 getestet. Das ist wohl das einzig Positive, was es zu dieser strunzdämlichen Flachzange noch zu sagen gibt. Kommen wir zu was Heiterem. Und für Heiterkeit ist ja die Kirche ein zuverlässiger Lieferant. Viele Priester streamen ja in diesen Tagen. Ja. Ja. Es heißt streamen. Nein, Konzi, tut mir leid, ich muss dich korrigieren. Wir sind hier in Baden-Württemberg und zwar überall. Sie streamen Live-Musik übers Internet. So, guckst grad, wenn der Jan das sagt, dann stimmt's. Viele Gottesdienste streamen für ihre Gemeinde live im Internet. So auch ein Priester aus Italien, der allerdings aus Versehen einen Instagram-Filter aktiviert hatte. Buonasera. Ci ritroviamo insieme per pregare. Io in chiesa e voi a casa. Oggi è venerdì di Quaresima e vogliamo pregare con la Via Crucis. Das Video ging übrigens viral. Was sonst? Konzi? Danke. Bei all der berechtigten Berichterstattung rund um das uns alle bewegende Thema Corona dürfen wir drei Dinge bitte nicht vergessen.
Erstens, die AfD zeigt in diesen Krisenzeiten, wie sagenhaft nutzlos sie für die Allgemeinheit ist. Nicht, dass das eine Überraschung wäre, ich wollte es nur noch mal sagen. Zweitens, Verkehrsminister und Handylöscher Andi Scheuer ist immer noch ein Vollpfosten. Nicht, dass das jemand vergisst. Und drittens, auch Frauen trinken zu viel. Auch Frauen trinken zu viel, haben ein Alkoholproblem. Bei Frauen zwischen 45 und 54 sind es 20%, die zu viel trinken. Und zwar interessanterweise Frauen aus der oberen Bildungsschicht. Also eben nicht die doofe Schlampe, die das knappe Haushaltsgeld versäuft.